Es folgt der nächste Teil Münzen und Banknoten aus aller Welt. Heute belgische Münzen mit französischen und mit gemeinschaftlichen Unterschriften, beziehungsweise besser gesagt mit Signaturen. Da fangen wir an mit alten belgischen Münzen vor 1900. Und gehen dann langsam ins 20. Jahrhundert über. Dieses und das kommende Video werden sehr ähnlich werden von den Münzen, da ich belgische Münzen nach Inschriften sortiert habe, um irgendwie eine Grundordnung reinzubringen. Genau, jetzt sind wir schon in den 20er Jahren, in den 20er und 30er Jahren, genauer gesagt. Jetzt geht es weiter mit 20 Centimstücken, die es ab den 50er Jahren gab, und mit den ähnlich aussehenden 50 Centimstücken die es dann auch etwas länger gab. Dann haben wir hier ein Frankstücke. Und jetzt zeige ich euch auch das mit den Inschriften, was ich meinte. Hier unten auf der Münze steht Belgien in französischer Sprache. Auf den anderen Münzen steht das dann in Holländisch. Da steht dann Belgen als Inschrift. Genau, dann blättern wir mal weiter zu den 5 Frankstücken. Entschuldigung, ich musste ganz kurz das Fenster zumachen. Jetzt sind wir bei den 5 Frankstücken. Sehen auf der Rückseite so aus, beziehungsweise dann genau andersrum. Dann haben wir hier 25 Centimstücke. Und 10 Frankstücke, die meiner Meinung nach sehr gelungen sind, auch da sie aus Nickel sind, relativ glänzend oder relativ schön aussehen, auch über längere Zeit. Dann geht es hier weiter mit 1 Frankstücken, ist eine so gut wie ganze Folie voll. Ich bin jetzt mal großzügig und blätter mal weiter. Hier nochmal die andere Seite dieser Münzen mit Baldwin dem Ersten. Hier die Fortsetzung nochmal mit diesen 1 Frankstücken. Und dann geht es hier weiter mit 5 Frankstücken. Auch hier wieder mehrere natürlich. Hier mal eine Vorderseite etwas größer für euch. Und auch eine Rückseite.
Das Ganze setzt sich dann auch hier auf der Seite noch etwas fort. Und dann haben wir hier 20 Frauenstücke. Sehen so aus. Auch hier wieder mehrere davon. Geht dann hier oben weiter. Das hier ist eine 50-Franc-Münze aus dem Jahr 1990. Die Rückseite hier ist analog zu den 5-Franc-Münzen. Jetzt kommen wir zu den Münzen mit, oder jetzt kommen wir zu den etwas neueren Münzen. Das sind jetzt wieder einer. Und auf der Rückseite jetzt neu. Ich lasse es gerade absichtlich mal verkehrt rum. Albert II. Dazu gab es dann auch wieder 5er und 20er. Diese dann auf der Rückseite auch mit Albert II. Und das hier sind jetzt noch Münzen mit Doppelinschrift, von denen ich am Anfang des Videos gesprochen habe. Da gab es dann auch wieder verschiedene Reihenfolgen. Ich zeige die Münzen jetzt einfach mal, ohne näher darauf einzugehen, wann welche Inschriften gewesen sind. Und hier noch ein 2-Franc-Stück. Und gut, das hier, und das nimmt er nicht in Fokus rein. Ist auch sehr dunkel, muss ich zugeben. Gucken wir uns jetzt. Genau, das ist nochmal ein 1-Franc-Stück. Und damit würde ich jetzt auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und im nächsten Teil dann nochmal sehr, sehr ähnlich das Ganze. Ich würde einfach mal sagen, bis dahin. Tschüss.